So, heute schon der 15.01.2010 haben wir der Regierung und der Stadt hier bis zum 15.01. Ultimatum gegeben, ne? Dass wir uns etwas zu überweisen haben und so. Wenn Sie sowas lesen und so bei uns auf Homepage, denken Sie mal dran, nur um uns unglaubwürdig zu machen und raffgierig oder was weiß ich. Und als Lügner darzustellen und als blöd, dass man uns da überall was rein diktiert. Immer noch das, wir waren ja unter Hypnose und sie haben uns das einfach erzählt. Einfach aus der Wohnung. Über uns. Nimmt man den Kontakt auf. Über ein Megafon. Und so weiter und so fort. Ja, wieder. So, und es geht hier einfach weiter. Und ich möchte nochmal erinnern, weil die haben hier alle im Westen, in den alten Bundesländern, gleich die Stasi mit offenen Armen übernommen und schön unterstützt. Und auch hier wollten sich jetzt einige auf unsere Kosten profilieren, indem man immer mehr auf uns aufgesprungen ist, obwohl man schon längst wusste, dass da was ganz anderes ist mit uns. So hat man das auch erkannt, dass das die Doppelgänger sind und so. Und deshalb, das sollte auch keiner persönlich nehmen von diesen Tätern, die sich erst danach haben von der Stasi schmieren lassen, weil sie so schön blöd waren und schon so schön tief drin waren, ne? Denen das denn egal war, diese Terrorausbildung auf unserem persönlichen Grundbesitz, auf unserem Land, sag ich immer, in unseren Häusern und Immobilien, das war denen total egal. Hauptsache, sie kommen mit ihrem dummen Kopf weg. Und deshalb möchte ich sie auch alle haben. Und ich möchte auch darum bitten, dass man aufpasst, nicht, dass es jetzt mit mal wieder Überweisung gibt, dass sie ihr Geld verstecken und so weiter und so fort. Das wollen wir natürlich nicht haben. Das brauche ich dringend sofort zur Entschädigung. Das kann ja wohl jeder verstehen. Weil wir sind sehr arm, wir haben nichts. Wir haben viele Verpflichtungen. Dazu brauchen wir nun mal ein bisschen Geld. Und deshalb nehme ich alles, das ist uns auch nicht zu schade. Nicht, dass die jetzt mit mal wieder durchdrehen. Die haben hier ihren Spaß und wenn wir es überleben, sind sie alle dran. Und das ist hier eine Demokratie. Und das kann ja wohl nicht sein, nur weil einer richtigen Posten erschlichen hat, ne? Und durch Bestechung gekriegt hat, ne? Dass er da herrscht wie ein König oder wie ein Prinzregent. Das geht ja natürlich gar nicht. So lassen sich nicht so einen Unsinn erzählen mit der Prinzenkönigin. Was soll denn manchmal eine Filme sieht, das schön von im Kopf. Gut, es wird solche und solche gegeben haben. Aber die meisten, die waren in Ordnung, weil sie brauchten nämlich ihr Volk und haben aufgepasst, dass dem Volk gut geht. Und wenn man dann immer so schlecht sagt, wie die haben dann keine Ärzte gekriegt und so, dann passieren dann die Könige von ihren Quatsch, also auch gar nicht. Weil die kommen doch gar nicht. So wie die heute auch nichts können. Das möchte ich auch nochmal sagen, lassen sich da nicht immer aufhetzen. Aber das ist ein Ding, dass man einfach sein Amt missbraucht. Im Gesetz steht es ganz anders. Das ist ein Ding, dass man dadurch Steuern hinterzieht. Und das ist ein Ding, jetzt verstehe ich erstmal hier wieder andere hier dieser, der mal das Wetter gemacht hat. Ja, also Herr Kachelmann, seine ganzen Häuser verkaufen musste. Damit hat er nicht die Anwälte bezahlt, damit hat er bestochen. Weil da stand wahrscheinlich Aussage gegen Aussage. Und das bleibt heute nur abkassiert. Also so dumm, das schätze ich ihm auch nicht ein, weil das ging sowieso über alle Sachen. Weil, na, Frauen, den konnte an jeden Finger haben, wenn er das wollte. Ich weiß auch nicht genau mehr, was da war, aber... Das ist schon ein Ding, da muss man also dazulernen. So, deshalb sage ich auch nochmal Mecklenburg-Vorpommern und so. Sehen Sie zu, dass ich über die Überweisung kriege und so weiter. Und die ersten Entschädigungen. Damit ich hier die ersten Zahlungen tätigen kann hier. Damit ich dann mein Recht kriege. Das ist unglaublich, ne? So, und da braucht ihr noch keiner enttäuscht sein oder so. Ich habe was gegen ihn, das ist mir total egal. Und ich habe auch so meine Fehler. Das ist mir auch total egal, was mit ihm wird. Hauptsache, sie sind schön weit unten. Sie erleben das schön, was wir hier erleben müssen, Herr Nadi. Was bilden Sie sich ein?
zu den jungen Menschen, die das hören, kann ich immer wieder sagen, streben Sie nicht nach Macht und Reichtum, wenn das nicht alleine kommt, leben Sie Ihr Leben, suchen Sie sich eine vernünftige Frau, bauen Sie sich eine vernünftige Familie auf, leben Sie vernünftig und drehen Sie nicht durch. So, und sonst, wenn Sie sich irgendwas leisten, straffällig sind und so, wird man Sie ein ganzes Leben lang erpressen. Und dann müssen Sie schön zahlen, wenn Sie dann, sag ich mal, so salopp reich geworden sind. Dass sie darunter versteht. Das möchte ich auch sagen, das sollte rübergekommen sein. Und das sollte auch rübergekommen sein, dass das normalerweise vom Menschen unabhängig ist, wie reicher ist, wie glücklicher ist. Natürlich beruhigt ein bisschen mehr Geld, beruhigt ein bisschen, aber hier in Deutschland kann man trotzdem beruhigt sein, weil man wird grundversorgt. Na, und das reicht doch. Möchte ich auch nochmal sagen, aber wollen wir diese ganzen Junggenossen nicht vergessen, denen das total egal war, was wir da entdeckt haben. Hauptsache, sie kommen jetzt noch raus. Und wie schön sie sich das denn immer gegenseitig schon gereicht haben und immer mehr auf uns raufgesprungen sind und so. Das ist unglaublich. Und vor allen Dingen vergessen sie nie, uns hat man davon nichts gesagt. Nicht einmal. Na, also sofort, mir braucht keiner sagen, dass ich ein Idiot bin. Also dann bin ich deutlich, das toleriere ich nicht. Das brauchen wir von Idioten nicht sagen lassen, dass ich ein Idiot bin. Und wenn Penner mich hier zu Pennern machen, dann ist was los. Weil jetzt haben wir auch immer Hygieneprobleme, jetzt wissen wir überhaupt, warum sie immer alle so schön rumstinken. Und warum bei denen die Sprays dann immer noch nicht halten oder das Rasierwasser oder irgendwas. Ja, weil sich ewig nicht gewaschen haben. Aber das hat die Industrie auch schon mit hinbekommen. Das hat die DDR-Industrie ja schon hingekriegt. Damit ihre Stinker nicht mehr so riechen, ne? Ja, das ist unglaublich. Danke für die Aufmerksamkeit.